Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator mit Markus und 03 Dennis H07. Ja, ich bin auch mal wieder dabei. Und ich bin am Dreschen, fleißig, fleißig. Und ich bin mich am Fragen, was ich machen soll. Also wir müssen ja anscheinend dann wohl noch häckseln dabei, oder wie war das? Genau, der Markus häckselt, glaube ich, aktuell. Genau. Und mich müsste man abtanken mit dem 936er. Du kannst eigentlich fast die ganze Zeit neben ihm mitfahren. Ja. Aha. Das kann ich natürlich machen. Ja, du musst ihn aber zum Hof gleich zurück. Ja, der müsste schon ziemlich voll sein. Ja, die Hälfte hat der Locker bestimmt schon gehabt. Es ist nur die Frage, an welcher Ecke vom Feld bist du? Ich bin... mach schon einfach PDA auf. Ja, hab ich gerade auch vor. Oh, an der Ecke. Okay. Da fahr ich hin. Gut. Ich bin genau an der anderen Ecke, glaube ich. Und eine gerade, dann hast du, habe ich das. Gleich müssen wir dann auch nochmal wenden. Das wäre vielleicht auch noch was, was man zwischendurch mal machen kann. Mhm. Auf Feld 10 oder 15, genau. War dann fertig, oder? Das war noch nicht ganz fertig. Zum Glück habe ich ja in einem der letzten Parts so schön gefailt, ne? Dann erstmal eiskalter Weizen gesät. Ja, der Fail war eigentlich ganz angenehm, wenn du jetzt auch mal auf die Sonderangebote guckst. Ich weiß, das habe ich ja schon mitbekommen. Und von daher gar nicht mal so schlecht. Ja, das, du hast dich nochmal irgendwie deiner Prügel entzogen, würde ich sagen. Ja, weil ich hab mir erst so gedacht, so Mitte vom Feld, so, wolltest du nicht eigentlich Raps säen? Da habe ich einfach durch Weizen gesät, weil du kannst ja nicht mitten vom Feld irgendwie dann was anderes säen. Obwohl Raps ist auch was, das man mal wieder schön machen könnte. Nee, wir sollten jetzt nachher die Bunker anfüllen wieder, mit jeder Fruchtsorte. Nach und nach, damit man, ja, überall einen schönen Durchgang hat. Du kannst ja vielleicht auch nach dieser Bahn dann wenden, also sprich in die andere Richtung fahren, dann könnte ich dabei nämlich immer abtanken. Ja, ich mache immer, ich habe jetzt überall für drei Bahnen Vorgewende gemacht, wie die Profis. Ach so. Und jetzt tue ich Dinge. Wie zum Beispiel drehen, obwohl eigentlich wollte ich Insel dreschen, aber naja. Machen wir erstmal noch hier eine Bahn. Ah, Rohr ausfahren. Wenn du nebenher kommst. So. Vielleicht nochmal den Tempomat einlegen, ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Sonst ja, geht's nicht vorwärts. Ja, das hat so seine Vorteile. Ja, was haben wir denn noch so auf dem Plan stehen? Was findest du denn so sinnvoll als nächste Investition, Dennis? Ich glaube, da wäre... das Sinnvollste wäre da, glaube ich, bald ein größerer Drescher, weil du bist jetzt wirklich schon so lange hier mit diesem Drescher hier zugange. Ich meine, der hat immer gute Dienste geleistet, soweit ich das mitbekommen habe, aber ich denke, es ist so langsam Zeit für was Größeres, oder? Ja. Und da Dreschen dann doch mit das gemacht, das ist, was hier eigentlich am häufigsten gemacht wird, oder mit am häufigsten, ist das, glaube ich, eine recht sinnvolle Investition. Oder was wäre denn sonst noch so zur Auswahl? Ja, wir bräuchten auch noch Ballen-Equipment für die Kühe. Das ist natürlich auch recht wichtig, aber gut, man muss bedenken, da ist ja dann wieder, wenn du jetzt zum Beispiel einen größeren Drescher hast, dann musst du ja auch nicht mehr wenden, ja, also genau. die zusammenschwadern. Das spart schon mal wieder einen Arbeitsschritt. Ich weiß nicht, momentan sammelst du wahrscheinlich mit Ladewagen auf, ne? Genau, und dann Stroh verkaufen und einlagern für die Kühe. Mhm. Dann könnte man das doch vielleicht so machen, dass du erstmal vielleicht guckst, dass du den Drescher halt bezahlt bekommst. Ich weiß da nicht, wie viel wir hier an Weizen zusammenbekommen, beziehungsweise wie viel Geld wir zusammenbekommen. Und je nachdem dann, ich würde wie gesagt gucken, einen größeren Drescher zu kaufen und dann vielleicht halt wirklich als nächstes dann auch Ballen-Equipment, dass du irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wegen dem Beta-Patch würde ich bald eher Quaderballen sagen, aber Rundballen gefallen mir eigentlich auch vom Handling her besser. Deswegen weiß ich nicht, was du da halt auch machen möchtest. Okay. Du kannst mal kurz aufhören abzutanken und schon mal auf den einen Feld schwadern. Dann mache ich hier nämlich jetzt erstmal eine Insel, glaube ich. Mhm. Wieso wegen einem Beta-Patch auf Quaderballen umsteigen? Was hat sich da geändert? Der Beta-Patch, habe ich so bis jetzt gemerkt, da haben sich die Ballen immer ganz gerne runtergebackt. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Also bei mir im Albtal war das auch ganz extrem, dass die nicht liegen haben wollten. Das habe ich auch gemerkt. Also ich wollte eigentlich auch mal wieder Ballen machen und so was, aber die haben sich einfach die ganze Zeit runtergewackelt. Oder einmal, ich habe sogar auch bei mir im
Extrem habe ich auch geschafft, die Ballen wohl draufzuladen. Da bin ich aber losgefahren, bin um eine Kurve gefahren und die Ballen sind natürlich nicht mit um eine Kurve gefahren und da waren sie vom Hänger runter. Und Okay. das ist dann halt immer, das ist nicht so schön, aber ansonsten finde ich halt das mit den Rundballen immer ganz schön. Was du natürlich ausprobieren kannst, auf einem anderen Spielstand, am besten auch auf der Two Rivers, dass du halt auch direkt mit der Karte das testest, ob das jetzt bei diesem Patch immer noch so ist. Ja. Weil ist jetzt der Beta 4 rausgekommen und dann. Oder wer Aber weiß auch, wenn du. Also bist du überhaupt dieses, das Geld für das Equipment hast? Ich weiß nicht, wie gesagt, ja nicht, wie lange das dauert. Wenn wir jetzt erst zum Beispiel den Drescher kaufen würden, weiß ich ja nicht. Dann wäre es ja auch so, dann dauert es ja gegebenenfalls auch noch ein bisschen was. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau. Ich weiß nicht, wie das momentan so mit finanzieller Lage und alles ja, da. 543 € hätte ich anzubieten. Ja, da kriegst du gleich drei Drescher für. Für 2 Sekunden. Nee, aber also dann halt, wenn der ganze Weizen hier verkauft ist, ich denke mal, dann wird schon mit dem Drescher vielleicht sogar schon knapp, deswegen. Ja, der Drescher wird definitiv knapp. Wir spielen ja auf schwer, ne? Und nicht auf Ich Pussy. weiß, deswegen. Da würde ich dann vielleicht gucken, vielleicht ist ja sogar bis dahin, bis du das Geld dann überhaupt zusammen hast, vielleicht ist bis Ich dahin ja bin sogar übrigens schon fast der. voll. Du kannst mal abtanken kommen. Ja, vielleicht ist bis dahin dann ja auch schon der, der neue, also der richtige Patch dann da, das weiß ich ja nicht. Das wäre natürlich praktisch, weil dann sage ich auch, würde ich auf jeden Fall sagen, dass du da Rundball nimmst, weil wie gesagt, ich finde, die sind vom Handling am schönsten, auch wenn du die lagern möchtest, das sieht einfach besser aus und ist halt einfach, man hat auch eine größere Masse pro Ballen. Ich finde vor allen Dingen auch, also ich würde es gerne, glaube ich, auf Dauer so machen, dass ich Rundballen bei Stroh mache und Grasballen bei, also Quaderballen bei Gras. Dass man das so ein bisschen trennt. Oder du machst bei Stroh und Gras Quaderballen und ich mach dann da ein Mosaik draus oder so ein Also ich fahr los, ne? oder so ein wie nennt sich das hier, so ein kariertes Muster, so wie ich das beim Valbanitim gemacht habe früher irgendwann, Okay. wo man noch jung war. Als das noch alles so ging mit dem Kreuz oder wie? Als du Ja, die noch mittlerweile ist von das Hand immer so eine stapeln Sache, ne? konntest. Nee, aber ich finde auch gut mit den Ballen, die Physik, die sollten sie eigentlich noch mal ein bisschen ändern, ne? Also wenn man da mal so guckt, jetzt hier die Quaderballen sind vom Handling nicht ganz so schön. Also da muss man mit dem Agrovektor oder allgemein mit der Ballengabel muss man immer sich ein bisschen, so muss man immer so fahren, dass die Vorderräder in der Luft sind, dann taucht er richtig ein, dann geht er da durch, ansonsten schieben sich die Ballen ja weg. Ja. Hat der Kadi ja auch noch nicht gelernt, der schiebt die Ballen auch immer lieber um. Irgendwie ist das generell. Ich finde die Ballen, okay, die sind schon besser geworden als früher, aber so richtig geil verwenden kann man die immer noch nicht. Aber gut, es ist ja schon mal was, dass die sich steigern und andererseits, das ist auch, glaube ich, nicht ganz so einfach mit der Ballenphysik, weil einerseits müssen die ja auch von dem Hänger, zum Beispiel auch von dem Hänger, wie gesagt, festgehalten werden oder auch andererseits auch halt auf dem Boden zum Beispiel festgehalten werden. Andererseits dürfen die ja aber auch nicht, wegrutschen oder festkleben bleiben oder sowas. Das ist alles immer recht kniffelig. Ja, auf jeden Fall. So, ich bin. Wie viel Platz hast du noch im Anhänger? Ich habe 85%, also ich weiß nicht, wie viel geht in einen Hänger rein. 42 Tonnen gehen in beide rein. Ach so, dann ich habe 35 Tonnen, also 35,8. Okay, dann kannst du noch mal eben schwadern oder so in der Zeit, wenn du noch nicht fertig bist. Da bin ich noch nicht mit Mache ich fertig, erstmal aber ich noch ein bin kurz bisschen davor. das Korn-Bunkerchen voll. Aber schön ist auch hier damit dabei zu sein. Ich habe ja eigentlich sowieso vorhin schon überlegt, mal ein bisschen was aufzunehmen. Habe ich sowieso Lust dran gehabt. Und dann, nachdem ja erst das Fail mit TeamSpeak, wo ich da die ganze Zeit immer reingeplatzt bin und dann, das war ja auch immer eine Kacke. Und danach dann hatten wir ja so noch Probleme, weil meine Mutter am Telefonieren war. Dann hat das Internet verschissen. Das Das klingt wirklich schon wieder so göttlich. mies. Das schaff selbst ich nicht mit meiner Bambus. Naja, es ist mittlerweile Bambus, schon nicht eine Bambus habe veredelte ich. Bambus, also. Ja, also meine Bambus, die ist noch so, ja. Die Ja, du ist hast noch noch ein nicht. Hamster-Modem Die, dabei, oder? genau, also bei mir ist das so, ich habe so ein.
so ein, hier so ein, halt eine Bambusleitung und dann sind da ja bei Bambus ist ja normalerweise immer mehr oder weniger so Unterteilungen dazwischen. Kennst du noch diese ganz alten Modems, die immer so gepiepst haben? Jedenfalls ist bei mir halt dieses Bambus, da sind diese Zwischen- und diese Hohlräume, die sind noch nicht aufgebrochen. Das heißt, da ist auch jedes Mal aufs Neue ist da so eine so ein Ding da und dann ist da so ein Hamsterrad, beziehungsweise was so ein bisschen aufgebaut ist wie diese Paddel von den von diesen Wasserrädern. Du kannst übrigens dann, wieder abtanken kommen. Und dann werden die Bilder werden dann immer so rübergeschubst, weißt du, dann fliegen die Bilder da immer so durch und dann. Also sprich, der Hamster läuft im Rad und schießt immer die Bilder. Ich glaube, wenn du drehst, es geht schneller. Jetzt muss ich ihn ein bisschen durch den Weizen durch. Das war nicht so schön. Wie weit ist das denn da auf Feld 15? Hast du da fertig geschwadert? Da ist jetzt fertig, ja. Okay, dann können wir den Schwader gleich hier rüberfahren. Ja. So, kannst du ja vielleicht am besten jetzt schon mal machen oder jetzt genau, noch während des Abtankens fahre ich den schon mal rüber. Genau, und danach dann, wenn ich dann wegfahre und der hängt und der Drescher voll ist, dann kannst du halt auch noch weiterfahren. Dass wir hier immer in schönen Bewegung bleiben, ne? Genau. Nicht ineffizient werden. Ich weiß auch nicht, stört dich immer hier diese Infoanzeige, stört die dich irgendwie auch immer so wie mich? Welche Info? Kannst du mit F1 auch diese über F1. Ich weiß, die habe ich auch wieder ausgeblendet. Das ist irgendwie direkt angenehmer, weil das nicht mehr so blendet und auch so, ich finde, man hat einfach diese schönere Aussicht. Meinst du jetzt diese Hilfebox oben links? Ja, die habe ich eigentlich auch fast immer aus. Außer ich habe irgendwelche Mod-Maschinen, wo tausende Funktionen drin sind, wo ich nicht alle Tasten auswendig kenne. Ich mache das auch immer nur dann ein, wenn ich gerade eine Funktion wissen möchte, weil sonst so dann... Nimmt einfach zu viel Platz weg. Ja, genau, das finde ich irgendwie auch und das stört mich dann halt so ein bisschen. Und ich weiß nicht mal jetzt, um nochmal wieder ein bisschen mies zu werden, ob es an der Partgröße was ändern würde. Ich glaube, der Part ist eher größer, wenn du es ausblendest. Weil du hast da quasi ein Standbild. Die Pixel da oben werden dann quasi nicht verändert. Allerdings sind, die sind auch recht hell, aber ich glaube, das macht dann nicht... Ja, aber das gut, ist egal, bei der kleinen, weil die sich halt nicht verändern. Aber bei der kleinen Pixelmenge, das macht da auch noch keine Unterschiede eigentlich. Und ist mir eigentlich auch egal, dann lass den Part lieber ein bisschen größer sein. Dann lade ich halt mal 7 Stunden hoch pro Video. Ach, 7 Stunden ist ja auch noch sehr human. Ja. Also bei Tag und dann... Also Tag und dann ein bisschen Außenperspektive, nicht mal die ganze Zeit, ab und zu mal ein bisschen. Dann so, bist du schon jetzt losfahren, das zum Silo bringen, oder? Ich habe jetzt 40 Tonnen drin, genau, deswegen. Ja. Ein bisschen was wäre noch reingegangen, aber da du wie jetzt viel haben wir im Silo? Warst, weißt du das? 100. 100, 140. Ja, wir kommen bestimmt auf 250, ne? Ich glaube schon, wenn nicht sogar mehr. Der Weizenfreit ist ja recht gut mit 700, das ist recht gut. Kann man lassen. Ja. Also, mal wie viel Prozent ist das denn? Achso, mal 2 sogar, das ist ja super. Ja, also mehr kann man ja nicht wohl nicht. Aber mal 2 ist auch schon ein bisschen heftig. Ja, aber wenn ich jetzt mal so nachdenke, also leicht und dann mal 2, das ist ja... Ich habe für 5.000 die Tonne. Ja, also 5.000, ich glaube 4.500 und 5.000 sowas, das habe ich schon mal gehabt. Das ist wirklich dann... Das, wie sollen die das denn bezahlen? Und vor allem hast du dann mal irgendwie durch eine Riesenernte oder sowas irgendwie 1.000 Tonnen da drin oder sowas, ne? Kommt ja schon mal vor, hat man ja sogar gehört, ne? Ja. Das kommt ja schon mal vor oder dann auch, man hat ja auch schon mal gehört, dass irgendwie dann alle Silos voll sind und 2 kaputt sind oder sowas, ne? Bei der BGA. Erzählt man sich ja so. Psst. Übrigens, da fällt mir ein, bei meiner BGA, vor meinem ersten Spielstand, die ist immer noch kaputt. Mit dir? Ich bin jetzt gerade am Hof. Bei welcher BGA, welches kaputt? Bei mir am... Wo ich, also meinem ersten Spielstand, den ich in der LS gehabt habe, meinen privaten, da ist eine BGA, ein Silo ist kaputt. Also schon voll lange. Aber ich sag mal, 3 reichen mir, ich mache eh keine BGA, das lohnt sich nicht. Ich hab Windräder. Ach so. Kennst das ja, wenn ich gerade mal kein Geld habe, kaufe ich mir Windräder. Ja, das ist deine typische Krankheit.
Boah, das waren aber auch noch Zeiten damals, dass du dir einfach mal ein Windrad gekauft hast, als du kein Geld hattest. Oder gleich 10. Nur um den Kadi zu ärgern. Und dann einreigen. Und der Markus hat überhaupt keine Ahnung, wovon wir gerade reden. Doch. Doch? Special ich geguckt? Nein, aber ich weiß, um was geht's ungefähr. So von Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, er hat ja auf leicht gespielt und hatte zig Millionen. Und dann hat er gemerkt, okay, jetzt sind wir so viele, jetzt haben wir so viele Maschinen gekauft. Ich weiß nicht, 3, 4 Millionen hat er ausgegeben und er hatte 20. Und dann hat er sich so gefühlt, als wäre er gleich pleite. Und hat dann einfach mal ein paar Windräder gekauft. Ja, und zum Und weil Schluss war ich er, wenn man kein pleite. Geld hat, einfach mal Windräder kaufen. Also zum Ja, dann Schluss vom lassen wir Spielstand schnell war, zum Schluss nicht vom am besten Spielstand noch war ich den pleite. Beschleunigungsmod. Nee, aber ich hatte Beschleunigst dann mit der 120-fachen Geschwindigkeit, 120.000-fachen Geschwindigkeit. geht Lass das Erzündung? das geschwind durchlaufen und dann hast du, weiß nicht, innerhalb von 10 Minuten 500 Millionen. Ja, also ich sag mal so, ich hatte das ja zum, also zum Schluss vom Special mussten wir schon immer warten, bis neues Geld reinkam. Achso, okay. Ja, aber wir haben auch Weil so das war viele ja auch das Geräte. Thumbnail, da haben wir ja ein ganz paar Geräte haben wir ja geparkt, ein ganz paar. Aber alle auf einen Quadratmeter. Guten, sein Spiel ist ja sogar abgestürzt dabei. Ja. Das war richtig heftig, weißt du, wir haben alles am Helfer, am Händler auf dem Parkplatz zu einem großen Knoten verknotet. Alle Geräte, die wir hatten. Also so die Und Krone, die wir halt dann zugekauft hatten. Ich glaube, ich hatte nachher 15 Case oder sowas, alle auf einen Haufen und dann nochmal irgendwie Vollernter. 5 Vollernter dazu. Ein Vollernter, ne. Irgendwas stand, meine ich, auch einmal auf dem Dach drauf noch da. Ach, da stand so viel überall auf dem Dach und alles. Genau, der Flug, der hing in der Tür vom Händler drin, weil ich wollte den Flug unbedingt da reinfahren. Und dann habe ich den abgekuppelt und dann hing er da in der Luft, weil er da in der Tür drin festklemmte. Ja, mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben diesen Part überstanden. Alter, ist dieses Feld 1, das ist eigentlich übelst steil, wenn man hier mal Ja. aussteigt. Das ist ein richtiger Hügel. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part und dann wird der Dennis auch endlich mal abtanken. Tschüdelü. Genau. Ja. Tschüss.